Hallo, ich bin die Nicole, Thriller-Autorin und ganz begeisterte Leserin. Heute rede ich mit dir über das Thema Rezensionen für Autoren, und zwar bezogen auf negative Rezensionen, die unangebracht sind. Und bevor du jetzt denkst, ich meine, dass alle negativen Rezensionen nicht angebracht sind, das Gegenteil ist der Fall. Schreibe als Leser unbedingt Rezensionen, auch wenn dir das Buch nicht gefallen hat, schreibe schlechte Rezensionen, aber ganz wichtig, schreibe objektive, möglichst objektive Rezensionen. Ja, weil da kann der Autor wirklich etwas mitnehmen davon. Da kann man sehen, was kann ich noch verbessern. Genau, wir lernen stetig dazu, was waren die Schwachstellen, was man bei den nächsten Büchern besser machen kann. Das ist also super und wirklich auch gute und schlechte Rezensionen. Und auch für Leser, also potenzielle Leser, die sehen sich diese Rezensionen dann an. Und denke jetzt vielleicht, okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm oder ja, es geht gar nicht. Und so kannst du auch den Lesern bei der Kaufentscheidung helfen. Aber es gibt manche negative Rezensionen, die sind absolut ungebracht und darüber möchte ich heute reden, weil ich selbst persönlich solche Rezensionen bekomme und das auch bei anderen Autoren total oft sehe. Ich habe mir heute einen Apfel gekauft bei meiner Lieblingsbiobauerin. Ja. Und jetzt bin ich aber zu Hause und ich habe gar keine Lust mehr auf den Apfel. Ich habe Lust auf eine Birne. Und dieser scheiß Apfel, der wird aber nicht zu einer Birne, egal wie oft ich es mir vorstelle und es ihm sage. Das bleibt ein Apfel. Ich habe aber keinen Bock drauf. Und jetzt gebe ich meiner Biobauerin eine Sterne-Rezension, weil sie mir einen Apfel verkauft hat und keine verdammte Birne. Ja, obwohl ich selbst einen Apfel kaufen wollte. Okay, du denkst dir jetzt, ich habe einen totalen Schaden. Das ist möglich. Aber gut, bleiben wir beim Thema. Ich denke, sowas, so eine Rezension würde jetzt niemand schreiben. Aber das passiert bei Büchern ganz oft. Ja? Da gibt es Leser, die lesen zum Beispiel immer Romance, so Cozy Romance. Und dann denken sie sich, okay, ich probiere mal einen Thriller raus zum Beispiel. Und ich meine, Ich finde es super, wenn man immer wieder neue Sachen ausprobiert. Ich selbst gehöre dazu, ich bin eher so Thriller-Leserin auch, aber ich probiere super gerne auch neue Genres aus. Aktuell lese ich zum Beispiel auch so eine Märchen, also so ein Märchen für Erwachsene und ich finde es super cool. Aber der Punkt ist, wenn du sowas ausprobierst und du merkst, dieses Genre ist nichts für dich, ja, und du dann eine schlechte Bewertung gibst, ist es eigentlich derselbe Scheiß, wie wenn ich der Bäuerin eine schlechte Bewertung gebe, weil sie mir einen Apfel verkauft hat und keine Birne. Und das ist der Punkt daran. Und das sehe ich leider so oft. Also sehe ich bei mir selbst, dass ich solche Bewertungen bekomme, weil die Leute zum Beispiel die spicy sind. Weil vor allem, wenn es mehrere Bewertungen hat, liest man sich die nicht alle durch. Man schaut sich mal den Schnitt an und wenn der Schnitt mit dann vielleicht 3 Sterne sind, weil einfach viele Leute das so bewerten, weil sie halt, ja, weil das halt gar nicht ihr Ding war. Dann denken sich viele Leute, ja, dann kaufe ich lieber das Buch, das 5-Sterne-Durchschnitt hat, obwohl ihm vielleicht sogar das Buch besser gefallen würde oder gleich gut. Und dann noch diese Bewertungen, weil Protagonisten oder Charaktere unsympathisch sind, das lese ich so oft und bekomme ich selbst auch so oft. Und da muss ich einfach sagen, wenn dir eine Person unsympathisch ist, dann hast du ein Problem mit dir selbst. Das, was du in anderen siehst, das ärgert dich an dir selbst. Und dass man deswegen schlechtere Rezensionen bekommt, ist einfach total hirnverbrannt und unfair. Ja, weil diese Leute, die das machen, die reflektieren sich nicht oder nicht genug selbst und suchen alles im Außen statt in sich innen. Ja. Dabei sollte man sich diese Eigenschaften der Charaktere anschauen, die einem unsympathisch sind und bei sich selbst reflektieren. Aber gut, das ist darum geht es ja nicht. Dann gibt es manchmal auch noch Abzug fürs Cover, muss ich sagen, ja, kommt drauf an, oder warum, also ist es vielleicht unprofessionell gemacht, amateurhaft, aber woran machst du das fest? Und da finde ich es wichtig, dass man wirklich reflektiert bleibt, weil ja, Geschmäcker sind verschieden, die einen lieben es, die anderen hassen es. Frage, ja, gibt man Abzug, okay, vielleicht ein wenig, aber dann muss man, also sollte man wirklich gute Gründe haben. Wieso? Nicht einfach nur mir gefällt es nicht, weil ich blau nicht mag oder so, keine Ahnung, das ist einfach kein Grund. Das ist dann viel zu subjektiv. Man sollte wirklich viel, viel objektiver das Ganze bewerten, mit einer Note von der Subjektivität. Natürlich, wir sind ja alle keine Roboter, aber dennoch einfach. Natürlich bei allem, jetzt nicht nur bei Büchern, auch bei Restaurants.
eben wenn du jetzt in ein asiatisches Restaurant gehst und asiatisch nicht magst und dann bewertest, weil du das Essen nicht magst, ist natürlich genauso blöd. Und das machen leider viel zu viele Leute und schaden so wirklich den Leuten, den Unternehmen, den Autoren etc. Drum denk wirklich nach, ist es nötig? Und ist es wirklich nicht einfach nur rein subjektiv oder ist es wirklich auch objektiv und gibt es dafür gute Gründe? Und nochmal, ich will nicht sagen, dass du gar keine Rezensionen mehr schreiben sollst. Ganz im Gegenteil, so hilfst du Autoren, Restaurantbetreibenden, anderen Selbstständigen etc. Drum mach so viel wie möglich Rezensionen. Kannst auch nur einen Satz machen. Vor allem für uns Autoren ist es das Lebenselixier, dass einfach unsere Bücher mehr angezeigt und gesehen werden. Aber genau, vor allem bei schlechten Bewertungen überleg dir wirklich, ist es subjektiv, objektiv. Und ja, sei ein bisschen menschlich, wobei natürlich bleib immer authentisch und bei deiner Meinung. Ja, danke fürs Zuhören und bis bald.